Ich spiele Call of the Wild seit ungefähr 2 Jahren und nach wie vor macht mir das Spiel extrem viel Spaß. Gerade in letzter Zeit ist mir bei mir selber aufgefallen, dass ich mehr und mehr in den Trott von Spotten, Schießen, wieder Spotten, wieder Schießen verfalle. Klar macht mir die Jagd nach Diamanten, seltenen Tieren oder auch dem Great One extrem viel Spaß. Dieses schöne Call of the Wild Jagdfeeling kommt dadurch aber manchmal etwas zu kurz. Um dem entgegenzuwirken, habe ich mir für dieses Video ein bisschen was anderes überlegt. Und wer Lust hat, kann direkt im Video mitmachen. Oder ihr könnt einfach nur zuschauen, wie ich mich richtig schön blamier. Kommen wir zu den Regeln. Beim heutigen Jagdausflug ist Spotten strengstens verboten. Ich werde das nicht während der Aufnahme machen, ich werde das nicht offscreen machen. Es wird während dem gesamten Jagdausflug nicht gespottet. Außerdem habe ich von euch gelernt, dass man im Real Life, bevor man ein Tier erlegt, wissen sollte, was genau da vor einem steht. Ich glaube, ihr sagt dazu ansprechen. Im Spiel werden wir uns daran anlehnen und jedes Tier vor dem Schuss möglichst genau spezifizieren. Als Kriterien habe ich mir überlegt, Level, Fellart, die Medaillenwertung und natürlich das Trophy Rating. Ich werde vor jedem Tier eine Tierkarte mit den Grundwerten zur Orientierung für euch einblenden. Wenn ihr also wollt, könnt ihr so während dem Video mitraten und auch euren Skill checken. Aber das ist noch nicht alles. Verboten ist heute außerdem die Zeit anzupassen. Wir ziehen in den frühen Morgenstunden los und werden den gesamten Tag ausnutzen. Dabei werden wir nicht wie sonst durch die Welt rennen, Spuren verfolgen und nur die großen Tiere erlegen, sondern wir werden den gesamten Tag auf Ansitzjagd gehen. Wir verwenden dabei die Ingame-Hochsitze und Unterstände, um zu testen, ob man hier vielleicht wirklich schöne Jagdspots schon im Spiel vorgegeben hat. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich war wirklich überrascht, wie viel schöne Tiere vor uns aufgetaucht sind. Jetzt viel Spaß mit dem Video. 4:45 am Morgen. Hey Jagdfreunde, so früh sind wir schon lange nicht mehr los. Ich bin selber ultra gespannt, was der Tag heute mit sich bringt, ob wir Tiere finden, ob ich es schaffe, da ein einigermaßen unterhaltsames Video zusammenzuschneiden. Aber ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Wir sind schon auf dem Weg zum ersten Jägerstand. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es auch gerne rein. Aber wir schauen einfach mal, welche Tiere wir heute finden und ob wir die richtig einschätzen, was Level, Geweih und so weiter angeht. Kommen wir gleich noch drauf, aber ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zum ersten Jägerstand. Wir starten heute am Außenposten Schönfeld Ost im südlichen Teil von Hirschdorf. Den Unterstand erreichen wir nach einem kurzen Fußmarsch von der Lodge aus und haben hier eine super Übersicht über eines der für die Karte typischen Felder. Wir sind am Ziel angekommen und es fühlt sich echt sehr komisch an, jetzt einfach hier drin zu stehen gleich und abzuwarten. Normalerweise ist man ja in dem Spiel meistens, ich zumindest, immer unterwegs. Man ist am Spuren verfolgen oder schaut, ob Tiere sind. Ey, direkt die ersten Schweine und ich hätte jetzt schon fast eh gedrückt. Aber Schweine einzuschätzen oder anzusprechen, wenn man das so nennt, ist natürlich schwierig. Vor allem die Wildschweine auf Hirschfelden. Es ist kurz nach 5, also die sind jetzt relativ früh hier. Ich denke mal, sie ruhen, vielleicht fressen sie auch. Ja, das hat sich gerade hingelegt. Schlafen noch eine Runde. Ich würde jetzt aber tatsächlich einfach noch mal ein bisschen abwarten. Ich hoffe, hier kommen noch Rehe, vielleicht auch Dammhirsche. Die können wir natürlich viel besser einschätzen. Deswegen warten wir mal einen kleinen Moment. Wir sehen uns gleich wieder. Am Anfang hat sich's echt komisch angefühlt, einfach nur in meinem kleinen Jägerstand zu sitzen und abzuwarten. Doch irgendwann habe ich's wirklich genossen. Ich habe die Schweine beim Ruhen oder Fressen beobachtet und mir überlegt, ob da vielleicht eines davon ein Diamant sein könnte. Es hat nicht lange gedauert und dann haben mich auch die Dammhirsche besucht. Die kleine Gruppe bestand aber ausschließlich aus Weibchen, deswegen habe ich sie ziehen lassen. Nach ein paar weiteren Minuten sind dann auch die ersten Rehe erschienen. Jetzt tut sich was. Also Weibchen ist für unsere Kategorien natürlich relativ einfach. Das wird ein Level 1 Weibchen sein, das hat keine Trophäenwertung, aber da hinten, da wird es jetzt für mich schon knifflig, muss ich ehrlich sagen. Wir lassen es mal noch ein bisschen sich bewegen und beobachten es, einfach um das besser einschätzen zu können. Der Wind passt einigermaßen, Duftspray habe ich auch drauf. Sieht schon gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Sieht wirklich nicht so schlecht aus. Ah, es ist jetzt auf 70 Meter, 75 Meter dran. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, würde sagen, okay, klar, wir haben hier ein Männchen. Das wird kein Level 3 Männchen sein. Ich denke, das ist auch zu groß für ein Level 1 Männchen. Das ist irgendwie Level 2 Männchen. Ich würde jetzt sagen, in dunkelbraun. Trophäenwertung ist halt echt schwierig, ey. Rehe sind auch nicht mein Spezialgebiet. Das könnte auf jeden Fall Gold machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist ein knapper Gold mit 64er Trophäenwertung. Der kommt jetzt hier auch wirklich sehr nah ran. Wie sieht es mit den anderen aus?
das eine Schwein dreht hier durch. Ja, erste Relikt, ey, hat gar nicht so lange gedauert. 6.05 Uhr. Und es ist auch wirklich mehr los, als ich gedacht hätte. Ich schaue jetzt mal noch, ob da irgendeine Fellart dabei ist. Aber ich glaube, die sind alle normal. Was mir aufgefallen ist, mit dem Fernglas ging das nicht so gut. Aber mit dem besseren Scope kommt man ja deutlich näher ran. Und man sieht das, es ist ein bisschen neblig, aber man sieht zumindest, das rechte hier, das hat definitiv Hauer und das linke nicht. Vielleicht können wir das sogar, oh ja, das hat auch Hauer, sieht für mich ein bisschen größer aus. Also gefühlt würde ich jetzt sagen, das hier ist schon gar nicht so verkehrt. Das ist echt schwierig, aber es macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Ich kann so sagen, ey, probiert das gerne mal aus und schreibt mir dann, ob es euch auch gefallen hat. Ich finde es gerade wirklich cool, weil es einfach mal was anderes ist. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach. Wir schauen einmal mit dem Fernglas drauf. 130 Meter, das heißt, wir können mit einer 150er Nullung unser Glück versuchen. Ich lege mich auch bei dem jetzt einfach mal fest. Level 3, Gold wird es nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie groß da die Hauer sind bei einem Tier. Ich sag einfach mal 60er Trophäenwertung und in Braun. Wirklich keine Ahnung, ob das jetzt trifft, aber wir werden es gleich nachprüfen. Ah, vielleicht war die Wertung auch ein bisschen höher, ey. Das sieht jetzt wirklich gar nicht so verkehrt aus. Ich habe aus Versehen jetzt gespottet. Es war einfach ein Reflex. Es tut mir leid. Oh, da muss ich mich echt gewöhnen, dass ich nicht spotte. Auch beim Treffen. Das war bei mir gerade so drinnen. Es ist ziemlich schnell gestorben mit der 7mm. Aber es war ja nicht das, was wir einschätzen wollten. Da hat der Automatismus zugeschlagen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt beide Tiere einmal an und gucken mal, wie wir geraten haben. Wir sind bei unserem Reh. Ich glaube, ich habe gesagt, knapper Gold, 64er Trophäenwertung in dunkelbraun und Level 2. Ist echt gar nicht so schlecht hier. Der hat ein richtig schönes Gehirn, Geweih. Geweih wahrscheinlich eher. Pfeil sieht auch gut aus. Wir schauen es uns an. Oh, knapp daneben, aber dunkelgrau war es, also nicht dunkelbraun. Ich zeige euch einmal, wie es aussieht. Okay, wieder was gelernt, das merken wir uns auf jeden Fall. Level 2 hat gepasst, 67,6, gar nicht so verkehrt. Schönes erstes Goldreh. Schuss war auch in Ordnung, weiter geht's zum Wildschwein. Bei unserem Schwein sind wir auch. Einschätzung war 3, Silber, 60er Wertung in Braun. Keine Ahnung. Man lernt jetzt echt, ich spiele 2 Jahre dieses Spiel. Aber ich habe es noch nie wirklich so intensiv mir alles überlegt und angeschaut. Oh, es war ein Vierer. Vierer in Gold. Oh, sogar ein großer Vierer. Hätte ich nie gedacht. 144 ist Diamant, 135,5 hatte der die Wertung. Krass. Okay, also die Hauer waren dann scheinbar schon relativ weit oben. Hellbraun auch noch, also da hat jetzt gar nichts gestimmt. Wenigstens der Schuss hat gepasst. Wieder was gelernt. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Jägerstand. Nach den ersten erfolgreichen Abschüssen ziehen wir weiter Richtung Nordosten. Der Weg dorthin bietet einige schöne Jagdmöglichkeiten, doch wir sind heute ja ausschließlich für die Ansitzjagd unterwegs. Und außer ein paar Gänseschwärmen hat sich sowieso nichts gezeigt. Pünktlich zum Eintreffen am nächsten Ort hat der Himmel aufgezogen und die Sonne kam raus. Hier werden wir die nächsten Stunden verbringen. Wir sind wieder angekommen, der gefällt mir hier auf jeden Fall deutlich besser als der eine Unterstand von eben. Mal schauen, ob wir hier eine gute Sicht haben, aber ja. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt heißt es wieder warten. Wir sehen uns gleich wieder. Kurzes Zwischenfazit. 12.04 Uhr. Wir waren um 8 ungefähr hier. Das heißt, es ist richtig viel Zeit vergangen. Aber es ist noch kein Tier gekommen. Ich will aber durchziehen und einfach mal schauen, ob zu einer anderen Zeit hier noch irgendwas vorbeiläuft. Wir warten mal noch einen Moment. Ich hole mir mal schnell einen Kaffee, mache ein bisschen Haushalt und wir sehen uns gleich wieder. Ich komme gerade vom Kaffee holen zurück und tatsächlich, es sind Dammhirsche aufgetaucht. Der ist natürlich nicht riesig. Aber der ist auch nicht schlecht. Bei dem lege ich mich einfach direkt fest. Ein Dreier Dammhirsch in Silber, Wertung 80. Ich weiß nicht, ob er gefleckt oder rot gefleckt ist. Nachdem die jetzt hier gerade alles spooken, packen mal die Ranger aus. So, nicht spotten, der müsste eigentlich gleich fallen von der Entfernung. Er liegt auf jeden Fall. Schauen wir uns gleich direkt an. Es ist jetzt 12.50 Uhr, seit wirklich lang hat es gedauert, bis hier wieder was vorbeikam. Hat sich aber gelohnt, das Warten. Es ist vom Jagdfeeling wirklich was ganz anderes, aber irgendwie macht es mir gerade richtig Spaß, obwohl da jetzt nicht die riesen Tiere dabei sind. Also nicht der größte. Ich glaube jetzt fast, der ist normal gefleckt und nicht rot gefleckt. Ich kann es wirklich nicht sagen. Wir schauen mal. Dreier hat gepasst. 157.
deutlich größer als ich dachte, in Gefleckt. Zumindest das hat gepasst. Okay, also dieses Geweih hat trotzdem auch schon 157. Ihr merkt, wie gut ich da oder wie schlecht ich da drin bin. Ich habe mir da wirklich ganz wenig Gedanken bisher drüber gemacht. Umso besser, dass wir es jetzt mal machen. Wir ziehen weiter in den Nordosten von Hirschfelden, ins Gebiet der Rothirsche. Auch hier haben wir vom Unterstand aus einen super Blick über eine riesen Felderlandschaft. Und nach kurzer Wartezeit haben sich direkt die ersten schönen Hirsche angekündigt. Genau deswegen sind wir hier. Ich bin schon wieder in dem Unterstand hier, Brummstreif von einem männlichen Rothirsch. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen callen. Uhrzeit 13.20 Uhr, also genau mittags eigentlich. Wir warten mal, ob da gleich der erste Rothirsch auftaucht. Ich habe jetzt hier auch mal noch ein bisschen Duftspray verbreitet. Schaden kann es nicht. Ich muss auch sagen, auf die Rothirsche freue ich mich am meisten. Da ist natürlich auch so das Abschätzen oder eben das Ansprechen was völlig anderes. Oh, da läuft direkt einer. Würde ich gleich direkt sagen, ist ein 7er. Ich hoffe, wir bekommen den hierher und dann schauen wir uns ein bisschen genauer an. Hier kommt jetzt einer. Ist er das? Ja, das dürfte er sein. Ist er doch noch irgendwas viel näher. Der warnt uns wegen dem Wind. Irgendwas steppt hier direkt hinter unserem Zelt. Ich weiß nicht, was hinter uns steppt. Ah, ich wollte gerade sagen, bevor er weg ist, aber ich hoffe, er kommt nochmal zurück. Da bewegt sich jetzt was. Ja, ist wieder ein relativ... Schreit der Nächste. Aber der ist jetzt nicht so groß. Ich würde einfach mal sagen, wie ich den jetzt hier durchs Gestrüpp sehe, könnte ein 5er sein. In dunkelbraun, vielleicht auch braun, aber ich würde mich jetzt mal auf dunkelbraun festlegen. Wertung, Silber. Groß ist der nicht. Vielleicht 80, irgendwie 70, 80 vielleicht. Sah jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich habe extra die Leuchtspurmunition genommen, damit ich besser abschätzen kann, ob ich den ordentlich getroffen habe. Er läuft aber immer noch. Kein gutes Zeichen. Wir warten jetzt mal noch eben, schauen uns natürlich dann gleich noch den Anschuss an, aber da war ja noch mehr, die hier geschrien haben. Hier kommt jetzt nochmal einer. Sehr schöner. Dürfte ein 7er sein, in Gold. Ich würde auch da sagen, dunkelbraun. Trophäenwertung 220. Der dürfte nicht weit kommen. Ja, da liegt er auch schon. Oh, schöner, schöner Hirsch. Ich kann gerade nicht sagen, ob der andere auch gefallen ist, aber ich würde sagen, wir gucken uns mal beide an. Also bei 7er bin ich mir fast sicher bei dem Geweih. 7er in Gold, oh nur 187 und in Braun. Naja, ich muss noch ordentlich üben, ey. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit daneben liege. Aber es stimmt schon, die eigentlichen 7er Geweihe, die können noch deutlich größer werden. Jetzt schauen wir uns mal den Anschuss von dem anderen an. Das sieht nicht so gut aus. Da vorne liegt er schon, also so weit ist er nicht gekommen. Gesagt hatte ich, bei dem 5er würde ich jetzt auch dabei bleiben, wenn ich ihn jetzt hier so näher sehe. Ich glaube, für ein 4er ist noch ein Ticken zu groß. In Silber mit 70 bis 80er Wertung und auch in dunkelbraun. Oh, das war ein 6er mit 161. Ich habe unfassbar viele davon schon gejagt, aber ich habe mir nie so wirklich Gedanken dazu gemacht. Eigentlich krass. Zum Abschluss des Tages machen wir uns noch einmal auf den Weg in den Norden von Hirschfelden. Südlich von Ritterstein lassen wir unseren Tag ausklingen. Der Ort gefällt mir deswegen so gut, weil er mich am meisten an zu Hause erinnert. An einer kleinen Lichtung haben wir einen schönen Jägerstand, der uns gute Sicht in jede Richtung ermöglicht. Und die ersten Spuren machen auf jeden Fall schon mal Hoffnung, dass wir unseren Tag erfolgreich beenden können. Wir haben 20 vor 6 am Abend. Der Tag geht dem Ende entgegen und es wäre wirklich schön, wenn wir zum Abschluss hier jetzt nochmal irgendwas finden. Ich werde wieder ein bisschen warten, ein bisschen callen, Duftspray versprühen und einfach mal schauen, ob noch was vorbeischaut. Die letzte Sonne ging bald unter und der Mond hat sich gezeigt. Und auch hier war es wieder irgendwie schön, das Ganze richtig mitzubekommen. In der Ferne hat irgendwann ein Reh geschrien, aber ich denke, es war zu weit weg oder der Wind stand zu schlecht. Nach den letzten Callversuchen habe ich dann aber um kurz vor 7:30 beschlossen, die Zelte abzureißen und den Heimweg anzutreten. Auch wenn am Schluss kein Tier mehr aufgetaucht ist, muss ich sagen, dass der Ausflug mir heute extrem viel Spaß gemacht hat. Ich wollte versuchen, wieder etwas mehr Call of the Wild Feeling zu bekommen. Und das war heute auch ohne Diamanten oder seltene Tiere definitiv der Fall. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen. Falls ihr in Gedanken mitgeraten habt, schreibt gerne in die Kommentare, wie schwer oder leicht es euch gefallen ist. Ich habe mir fest vorgenommen, ab jetzt wieder mehr darauf zu achten, welches Tier da überhaupt vor mir steht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und euch viel Erfolg und Spaß beim Jagen.